Also Fernkampfbasis ist Intuition, Fingerfertigkeit und Körperkraft durch 5. Das heißt, um neu auf 9 zu kommen, brauchen wir da 45 insgesamt. Und im Augenblick haben wir 8, nee, halt Intuition sehe ich, 32, 42. Also ja, Punkte in Körperkraft bräuchten wir dann noch. 2 Stück wahrscheinlich. Das könnte schon mal helfen. Ich brauche mal eine Pause. Hier ist nichts. Ich mache mal sicherheitshalber einen Quicksave. Das bin ich. Mal gucken, was die Holzfäller so in ihrer Truhe lagern. Ah, Ulmenholz und Gänsefedern, das brauchen wir nicht unbedingt. Wo hat sich jetzt eigentlich der Kobold versteckt? Da. Versuchen wir es einfach mal mit Schleichen. Aufgepasst! Es geht los! Mein Atem geht ruhig. Da kann ich doch nicht kommen! Nur da! wo ist er jetzt? Meint ihr? Folgt ihr mir? Dieser viel zu langsam, das ist was. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ihr seid hier, ich bin weg. Lass das mal Vorgrimm machen. Na klar. Ich kann auch keine Zauber auf ihn sprechen. Oh, wie ging das mit dem Kobold nochmal? Man musste ihn irgendwie reinlegen, das weiß ich noch. Na gut, hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Hier waren wir beim Holzfällerlager und allem.
Naja, gucke ich nach dem Kobold bei Gelegenheit nochmal. Und irgendwie ist die Zoom-Stufe gerade. So, so ist besser. Habe ich aus Versehen reingezoomt. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr... Marktplatz. Nö. Okay. Ich muss echt nochmal überlegen, wie das mit dem Kobold ging. Hi, Goblo. Hi, Gobbos. Okay, die Schamanin ist schon mal ausgeschaltet. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Ja. Na klar. Zerritus. Zerritus. Das bin ich. So, ich sollte einfach, wenn sie im Nahkampf sind, auch auf Nahkampfwaffen wechseln. Das erhöht ihre Überlebenschance. So, jetzt können wir die in Ruhe plündern. Der Berserker hat mal wieder nichts. Oh. Sehr viel Einbeersaft. Dorglinsud. Sogar Pfeile. Und einen Kurzbogen, okay. Also. Gehen wir erstmal nach Norden und uns das Stück ansehen, weil da ist ja Sackgasse, so wie das aussieht. Also ja, hier ist eigentlich gar nichts. Bis es mal kommt hier... Irgendwie runter, ja, kommt man. Aber ansonsten... Ne, ist hier nichts. Ich muss auch gerade überlegen, wie das war. Es gab nämlich mal irgendwo an irgendeiner Stelle einen Goblin-Trupp, den man mehrmals triggern konnte. Also bis zu 5 Mal, glaube ich. Was halt praktisch war, um noch ein paar Abenteuerpunkte zu kriegen. Weil das sind immerhin 2 Abenteuerpunkte pro Gobbo. Aber scheinen nicht die Goblins gewesen zu sein.
So, hier sind Pflänzchen. Wieder Konishis. Lass dich treiben. Ja. So. Mal wieder ein Quicksave machen. Sicher ist sicher. Weil es macht mir gerade... Da liegt ein Holzfass. Oh, Goblins. Sehr viele Goblins sogar. Das war was ganz Neues, dass ein Holzfass in der Gegend rumliegt. Aber die sind beide leer. Au. Bei Angrosch, ich versuche mein Bestes. Was auch immer Gladys umgehauen hat, das hat wehgetan. So, Fortnum ist geheilt, das ist gut. So, was auch immer Gladys umgehauen hat. Arquatus. Sprich, Freund. Ein Zwerg, ein Zwerg. Nimm du mal den Einbeersaft. Ja. Mein Atem geht ruhig. Feuermoos auch noch. Na, die meisten hier haben irgendwie nichts Besonderes dabei. Sande. So. Das waren die Gobos hier. Ei. Die schön vielen Einbären bewacht haben. Das bin ich. Mein Atem geht runter. Gladys hat einfach mal ihre Armbrust nicht in der Hand. Oh, eine Pflanze ist hier noch. Ein Gullmund. Ja.